Gut, mein Thema heute lautet Personenbegriff und Handlungssinn bei Martin Luther. Ich habe dem Thema einen Untertitel hinzugefügt, nur um anzudeuten, wo eigentlich die Brisanz eben in dieser Fragestellung liegt. Der Untertitel lautet Von der Tugendethik zur Ethik des Utilitarismus. In einer der späten Disputationen aus dem Jahr 1539 findet sich ein Satz, der Luthers Sicht vom Verhältnis zwischen Person und Handlung prägnant zusammenfasst. Er lautet, Fides facit personam, persona facit opera. Also der Glaube macht die Person und die Person macht ihre Werke, wörtlich übersetzt. Um den Satz so zu verstehen, wie er von Luther gemeint ist, sind einige Fragen zu klären. Die wichtigste Frage ist diese. Wofür steht eigentlich der Ausdruck Person? Luthers Antwort lässt sich vorab in zwei Thesen formulieren. Erstens und negativ ausgedrückt, Person ist nicht schon der Mensch oder das menschliche Individuum. Das Sein der Person ist überhaupt nichts substanzartig Gegebenes. Zweitens und positiv formuliert, das Sein der Person besteht allein durch den Glauben an Jesus Christus. Es ist reine Beziehung und im Akt des Glaubens durch das Erlösungshandeln Gottes konstituiert. Deshalb ist auch der Subjektbegriff nicht anwendbar auf das Sein der Person. Das Subjekt, verstanden als Ich oder Selbst, würde ja noch zum Sein des Menschen gehören. Wenn aber der Seinsstatus einer Person weder objektiv als lebendige menschliche Substanz noch subjektiv als Selbstbewusstsein zu bestimmen ist, wie verhalten sich dann die menschlichen Handlungen zu dem allein im Akt des Glaubens konstituierten Sein der Person? Luthers Antwort auf diese Frage ist von erheblicher Tragweite. Sie hat den Sinn des ethischen Handelns verändert und die utilitaristische Ethik ermöglicht. Seine Auffassung vom Zusammenhang zwischen Person und Handlung lässt sich vorab wiederum in zwei Thesen angeben. Negativ ausgedrückt haben die sittlichen Handlungen in der Sprache Luthers die Werke des Menschen keinerlei konstitutive Bedeutung für die Seinsweise der Person. Ob wir gut oder schlecht handeln, die handelnde Person wird dadurch nicht selber gut oder schlecht. Allein Glaube und Unglaube entscheiden über das Sein der Person vor Gott. Positiv ausgedrückt, die Werke oder Handlungen stehen nur in einem konsekutiven Verhältnis zur handelnden Person. Persona facit opera. Die Person konstituiert die Werke, aber nur der Glaube konstituiert das Sein der Person. Fides facit personam. Man hat darum von einer nicht am Substanzbegriff orientierten Ontologie der Person bei Luther gesprochen, welche der substanzmetaphysischen in bestimmten Hinsichten entgegengesetzt sei. Analog dazu kann man auch von einem veränderten Begriff des sittlich Guten sprechen, der den tugendethischen, Person und Handlung umfassenden Begriff des Sittlichen ersetzt. Die Differenz von gut und schlecht betrifft allein die Folgen der Handlungen für andere. Nicht die handelnde Person ist davon betroffen. Luther wird damit zum Wegbereiter des utilitaristischen Moralprinzips, das Robert Spemann so auf den Punkt gebracht hat. Sittlich gut ist, woraus Gutes folgt. Wie es dazu kommt, erschließt sich aus dem Gesamtkontext von Luthers Anthropologie, und zwar ausgehend von der Frage, wie sich seiner Ansicht nach das Sein des Menschen und das Sein der Person zueinander verhalten. Dass er zwischen beidem strikt unterscheidet, wird in seiner Paulus-Exegese deutlich. Deren anthropologische Kernaussage ist die These Totus homo caro est. Der ganze Mensch ist Fleisch, soll heißen, er sucht in allem, was er tut oder lässt, immer nur sich selbst. Auch mit Gottes Hilfe ist er nicht frei, die göttlichen Gebote so zu befolgen, dass er den Willen Gottes erfüllt.
Gerecht vor Gott ist der Mensch nur sola fide, allein aus dem Glauben, wie auch das Sein der Person nur sola fide gegeben ist. Für seine reformatorische Einsicht beruft sich Luther allerdings zu Unrecht auf Paulus. Luthers Römerbrief-Auslegung liegt vielmehr in der Konsequenz seiner These vom unfreien Willen, welche den Grundriss seiner gesamten Theologie bestimmt. Der Auseinandersetzung um Freiheit bzw. Unfreiheit des Willens hat Luther darum größte Bedeutung zugemessen. Auch für unsere Fragestellung ist es sinnvoll, mit diesem Punkt zu beginnen. Die These von der Unfreiheit des Willens erzwingt das Nos extra nos, damit meint Luther die extrinsische Realität der Person, weil Substantialität und Selbstverhältnis als anthropologische Kategorien unter dem Vorzeichen des unfreien Willens stehen und deswegen ausscheiden müssen. In einer Zwischenüberlegung werden dann einige Schwierigkeiten eines solchen Personenbegriffs zu erörtern sein. Die Hauptschwierigkeit und zugleich das Bindeglied zu einem neuen utilitaristischen Verständnis des sittlich Guten ist das folgende oder die folgende. Aus der prinzipiellen Unerfahrbarkeit eines weder substantial noch subjekthaft gedachten Seins der Person entsteht die Notwendigkeit der Selbstvergewisserung des Glaubens. Ob der Glaube lebendig ist, zeigt sich an der veränderten Einstellung des Glaubenden zu seinem Handeln. Geschehen seine Werke frei und unbekümmert um das Heil der Person, ist sein Glaube echt. Luthers These von der Evangelica Libertas Conscientiae, also der im Evangelium begründeten Freiheit des Gewissens, wird so zur Wurzel des Utilitarismus. Kurz zusammengefasst, die sittliche Qualität einer Handlung bemisst sich allein an den Folgen für andere. Persona, Fazit opera. Ohne jede Bedeutung für das Sein der handelnden Person. Wer so zu handeln vermag, ohne sich dabei um sein Heil zu sorgen, hat daran ein sicheres Zeichen für die Echtheit seines Glaubens. Denn fides facit persona bedeutet, das Sein der Person ist durch den Glauben gesichert, ein für allemal, was auch immer der Glaubende tut oder unterlässt. Ich komme jetzt zum ersten Punkt, nämlich zum Streit, zu der Auseinandersetzung um den freien Willen, von der alles Weitere abhängt. Die Freiheit des Willens ist gleichermaßen in der theologischen Gnadenlehre wie in der Moralphilosophie vorausgesetzt. Ohne Freiheit, das heißt ohne Mitwirkung des Menschen, gibt es weder Verdienst noch Schuld. Seit Augustins Schrift De Libero Arbitrio bestand hierin Konsens, auch wenn es unterschiedliche Auffassungen über die Natur und die Wirkweise des freien Willens gab. In einem Punkt war und ist man sich bis heute einig. Freiheit und Personalität des Menschen gehören untrennbar zusammen. Das gilt auch für die modernen Leugner der menschlichen Freiheit. Sie bestreiten folgerichtig damit auch die Personalität des Menschen. Entweder frei und Person zugleich oder weder frei noch Person. Dieser Konsens über die Freiheit des Willens innerhalb der Theologie wird erstmals von Martin Luther in seiner Erwiderung auf Erasmus von Rotterdams 1524 erschienene Verteidigung des freien Willens aufgekündigt. Seine Streitschrift vom Dezember 1525 trägt den programmatischen Titel De Servo Arbitrio, vom unfreien Willen. Dieser Streit zwischen Erasmus und Luther ist auch heute noch nicht bloß von historischem Interesse. Er erhält nicht nur die Genese und das Selbstverständnis der reformatorischen Theologie, er ist zuvor ein philosophischer Grundlagenstreit um das Verständnis der menschlichen Person und ihrer Handlungen. Gegenüber Erasmus hat Luther selbst die Bedeutung und Tragweite des Konflikts ausdrücklich hervorgehoben. Luther schreibt, dass du als einziger von allen die Sache selbst in Angriff genommen hast, das heißt das Wesentliche der Sache, und dass du mich nicht mit jenen fremdartigen Sachen über Papsttum, Fegefeuer, Ablass und Ähnlichem, wobei es sich vielmehr um unnützes Zeug, also um ernsthafte Dinge handelt,
in denen mich fast alle vergeblich zu fangen versuchen, geplagt hast. Einzig und allein du hast den Kardinalpunkt der Sache erkannt und du hast die Hauptsache selbst angegriffen, wofür ich dir von Herzen Dank sage. Denn mit diesen Dingen gebe ich mich lieber ab, soweit die Verhältnisse günstig sind und ich die Zeit dafür habe. Zitat Ende. Lassen wir die exegetisch-dogmatische Seite der Auseinandersetzung zwischen Erasmus und Luther außer Betracht und halten wir uns an die von Luther gegebene Definition der Begriffe Voluntas und Liberum und beziehungsweise Servum Arbitrium. Dann lautet seine These folgendermaßen: Nur Gott allein ist frei, denn, ich zitiere, allein die göttliche Majestät vermag und tut, wie der Psalm singt, alles, was sie will, im Himmel und auf Erden. Wenn dieses den Menschen beigelegt wird, wird es in nichts rechtmäßiger beigelegt, als würde man ihnen auch die Gottheit selbst beilegen. Eine Gotteslästerung, wie sie größer nicht gedacht sein kann. Zitat Ende. Nicht Gott zu sein, sondern Geschöpf Gottes und seinem Wirken stets unterworfen, ist für Luther so ein begrifflich notwendiger Aspekt der Unfreiheit des Willens. Der andere, gewissermaßen empirische Aspekt der Unfreiheit ist die Korrumpierung der menschlichen Natur. Kein Mensch kann sich der in der Ursünde zugezogenen Ausrichtung auf das Böse entziehen. Zunächst nochmal ein Zitat zum ersten, nämlich begrifflichen Aspekt der Unfreiheit. Luther schreibt: Denn das Wort freier Wille wird nach dem Urteil aller, die es hören, im eigentlichen Sinne als das bestimmt, dass Gott gegenüber vermag und tut, was auch immer ihm beliebt, durch kein Gesetz und durch keine Gewalt in Schranken gehalten. Welche anders reden, wie Augustin und nach ihm die Sophisten, das sind die scholastischen Theologen, verkleinern so die Ehre und die Kraft des Wortes frei. Noch ein Zitat zum selben Punkt. Daher gehört es sich für Theologen, sich dieses Wortes zu enthalten, wenn sie über die menschliche Kraft reden wollen und es allein Gott zu überlassen, ferner aus dem Munde und der Sprache der Menschen zu beseitigen und es gleichsam zu einem heiligen und ehrwürdigen Namen für ihren Gott zu erklären. Zitat Ende. Und jetzt noch einmal per impossibile, also aus der Umkehr dessen, was möglich ist, formuliert: Der Mensch hätte einen freien Willen nur, wenn Gott ihm seinen überlassen würde. Das ist Luthers begriffliche Festlegung in Bezug auf die Unfreiheit des Willens. Der zweite empirische Aspekt der Unfreiheit hängt zusammen mit Luthers radikal deterministischem Verständnis des Peccatum Originale. Sein Verständnis der Ursünde führt ihn zu der Entgegensetzung von Servum Arbitrium und Liberum Arbitrium, von geknechtetem und freiem Willen. In einem populär gewordenen Vergleich mit einem Pferd, das abwechselnd von verschiedenen Herren geritten wird, erläutert Luther die Lage des menschlichen Willens folgendermaßen. Zitat: So ist der menschliche Wille in die Mitte gestellt wie ein Lasttier. Wenn Gott darauf sitzt, will und geht er, wohin Gott will. Wie der Psalm sagt: Ich bin wie ein Lasttier geworden und ich bin immer bei dir. Wenn der Satan darauf sitzt, will und geht er, wohin der Satan will. Und es liegt nicht in seiner freien Wahl, zu einem von beiden Reitern zu laufen und ihn zu suchen, sondern die Reiter kämpfen selbst darum, ihn festzuhalten und in Besitz zu nehmen. Soweit das Zitat. Man darf allerdings den begrifflichen Kontext dieses Vergleichs nicht außer Acht lassen. Luther ist in seiner Auffassung des Willens Kompatibilist, das heißt, er vertritt die Vereinbarkeit von Freiheit und Determination, ohne damit die Notwendigkeit des Zwangs zu behaupten. Ein von außen gezwungener Wille, der nicht auch selber will, wäre überhaupt kein Wille. Da hat Luther recht. Statt vom gezwungenen Willen spricht Luther vom ohnmächtigen freien Willen. In diesem Gegensatz von Ohnmacht und Freiheit will Luther beide Momente seines Begriffs vom Willen festhalten. Das Element des Willentlichen und das Element der Determination.
Wenn er das von Augustin geprägte Wort vom Servum arbitrium benutzt, dann eben auf dem Hintergrund der philosophisch notwendigen Unterscheidung zwischen Necessitas und Coactio, zwischen Notwendigkeit und Zwang. Zwei verschiedene Arten von Determination sind das. Nämlich, als sprächen wir, sagt Luther, von dem Zwang und nicht vielmehr von der Notwendigkeit der Unveränderlichkeit des Willens. Wenn nämlich nicht wir, sondern Gott allein das Heil in uns wirkt, tun wir nichts, was zum Heile dient, vor seinem Werk, wir wollen oder wir wollen nicht. Ich sage, aber so, dass es nicht anders sein kann, nicht gezwungen oder wie jene sagen, aus der Notwendigkeit der Unveränderlichkeit, eben nicht des Zwanges. Denn Notwendigkeit der Unveränderlichkeit, das ist, dass der Wille sich selbst nicht wandeln kann oder zu etwas anderem hinwenden kann, sondern immer zum Wollen im höheren Grade gereizt wird, wenn ihm etwas entgegengestellt wird. Und das tun wir mit Willen und bereitwillig dem Wesen des Willens gemäß, der, würde er gezwungen werden, kein Wille wäre. Denn Zwang ist vielmehr sozusagen ein Nichtwille. Notwendigkeit ist dagegen mit dem Wesen des Willens vereinbar. Er will selber, aber immer auf dieselbe Weise, notwendigerweise. Im Verhältnis des Menschen zu Gott gibt es aber keine Passivität des Willens, wie die Metapher vom willenlosen Reiter nahelegen könnte. Dass Gott den menschlichen Willen bestimmt und befähigt, ihn zu lieben und seine Gebote zu halten, ist für Luther durch die Wirksamkeit des Peccatum Originale, also der Ursünde, gerade ausgeschlossen. Der Wille jedes Menschen ist immer schon vom Satan bestimmt und er bleibt es auch mit der ganzen Kraft seiner verdorbenen Natur. Dieses aktive Moment in der Natur des unfreien Willens sieht Luther gegeben in der Konkupiscentia, in der Konkupiszenz, im Begehren. Unter Konkupiszenz versteht Luther das selbstbezogene Begehren des menschlichen Willens. Alles menschliche Wollen und eben auch alle menschliche Liebe, die ist eine Form des Wollens, ist Selbstliebe, weil jedes mögliche Objekt des Willens und der Liebe, auch Gott, nicht um seiner selbst willen, sondern nur um der eigenen Erfüllung willen begehrt wird. In der berühmten Schlussthese der Heidelberger Disputation mit dem Dominikaner Johannes Eck bringt Luther die konkupiszere Natur der menschlichen Liebe durch die Entgegensetzung zur göttlichen Liebe so zum Ausdruck. Kommt ein lateinisches Zitat zunächst. Amor Dei non in venit, sed creat suum diligibile. Amor hominis fit, also diligibile. Also, Gottes Liebe findet nicht das, was er liebt, sondern schafft das, was er liebt. Die menschliche Liebe dagegen wird von dem Geliebten her bewegt. Also für den Menschen ist das Geliebte stets der Grund seiner Liebe, causa amoris, und Ursache seines Besitzverlangens, dass er es haben oder besitzen will. Für Gott dagegen ist das Geliebte umgekehrt eine Wirkung seiner Liebe, die nichts für sich selber will. In der teleologischen Struktur des menschlichen Handelns sieht Luther daher eine empirische Bestätigung seiner These von der Unfreiheit des Willens. Das naturhafte Verlangen nach dem angemessenen Gut gilt ihm als Wirkung der im Peccatum Originale naturhaft gewordenen Konkupiszenz. Er sieht darin den empirischen Beleg seiner Schriftdeutung, wonach der Mensch als Folge der Ursünde nur sich selber suchen kann. Das Gute interessiert den Menschen nicht um des Guten willen, sondern weil er daran Gefallen findet für sich selbst. Denn wirkliche Liebe zum Guten müsste bedeuten, ganz von sich selbst absehen zu können, wie es der schöpferischen Liebe Gottes eigentümlich ist. Völlig unmotiviert, grundlos. Genau dies vermag der Mensch jedoch nicht, weil seine Liebe, mit Kant gesprochen, stets pathologisch, das heißt affiziert bleibt durch die Abhängigkeit vom Geliebten und darin auf die eigene Erfüllung bezogen. Es gibt so für Luther, mit Adorno gesprochen, kein richtiges Leben im Falschen, weil auch das rechte Begehren nach dem Guten, eben weil es Begehren ist, nicht recht sein kann. Also nach dem Guten verlangt, ist dadurch, dass er danach verlangt, schon selber nicht mehr gut. In These 40
Der Disputatio contra scholasticam theologiam formuliert Luther in Anspielung auf Aristoteles die sich daraus ergebende Sicht des menschlichen Handelns als genaue Umkehrung des tugendethischen Handlungsbegriffs. Zitiere: Nicht indem wir gerecht handeln, werden wir gerecht, sondern gerecht gemacht durch den Glauben, handeln wir gerecht. Die knappste Bestimmung des Verhältnisses von Glaube und Handeln findet sich in der Zirkulardisputation über das große Abendmahl, wo es heißt, wie ich eingangs schon gesagt habe, Fides facit personam, persona facit opera. Allein der Glaube bezieht sich auf das Sein der Person, welche durch ihren Glauben, wie Luther sagt, voll und satt zufrieden sein darf mit der göttlichen Gerechtigkeit, während der äußere Mensch durch sein Handeln nichts anderes vor Augen haben soll als die Not und den Vorteil des Nächsten. Selbstverwirklichung und Selbstverfehlung, wenn man überhaupt so reden darf, werden allein durch den Glauben bzw. Unglauben bewirkt. Damit verliert aber die philosophische Unterscheidung zwischen Handeln und Herstellen ihre Plausibilität. Handeln als Actio Immanens, also als im Handelnden selbst verbleibende Wirkung, ist bezogen gedacht auf das sittliche Sein der Person, und Herstellen als Actio Transiens ist bezogen gedacht auf die technische Qualität eines Produkts. Das ist der Sinn der philosophischen Unterscheidung zwischen Handeln und Herstellen, die aber von Luther aufgegeben wird. Wird diese grundlegende Unterscheidung bestritten, verschwindet auch das Proprium, das Unterscheidungsmerkmal der praktischen Vernunft. Vernunft ist dann beim Handeln wie beim Herstellen stets nur instrumentelle Vernunft. Diese bestimmt wohl die Qualität aller Ereignisse, aber nur in der äußeren Welt, aber nicht die innere Qualität der handelnden Personen.